Ba 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 boo ba 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 boo ba 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 boo ba ba boo ba 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 hoo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MJK Retro. Und ihr merkt sicherlich, ich bin jetzt ganz wieder im im Bastelwahn mit alten PCs verfallen. Falls sich jetzt einer wundert, warum jetzt gerade das Modem-Video nicht kommt, was für Folge 146 geplant war, weil es eine kleine Planänderung gegeben hat und ich das Video jetzt zwischenschiebe, weil wir im letzten Video ja das CD-ROM-Laufwerk eingebaut haben und die Probleme mit der Karte hatten. So, und jetzt, ich musste jetzt leider die 40er-Platte hier rausschmeißen, weil wegen, deswegen, wie ihr seht, habe ich jetzt hier die, in Anführungszeichen, zwei 512 MB SSD verbaut. Hier die Compact-Flash-Karten mit dem Adapter. Hier unten, ihr seht schon. Und erstaunlicherweise, dieser eine Rahmen, der eigentlich von 5,25 Zoll auf 3,5 Zoll ging, der ist sogar für 2,5 Zoll Sachen gedacht. Geil. Und wie gesagt, das ist der einzige überlebende Rahmen. Das war mein erster Einbaurahmen, den ich mir damals für die 420er Platte geholt hatte. Für die Connor Platte. Der hat als einziger überlebt. Den fand ich damals, den fand ich so geil. Ich weiß jetzt auch warum. Und hat sich jetzt ausgezahlt. Der, so, die kommt jetzt hier rein. So, und den Rest werde ich jetzt wahrscheinlich so lassen, wie er ist. Das heißt dann, das Laufwerk bleibt hier, das CD-ROM-Laufwerk auch. Da muss ich aber gleich mal gucken. Jo, ich werke jetzt noch ein bisschen weiter. Ich mache ihn ein bisschen schön und dann sehen wir uns gleich wieder. Wo ich hier gerade am Umbauen bin, fällt mir so auf, dass 5,25 Zoll Laufwerk muss nachträglich eingebaut worden sein, weil wegen. Es ist nur mit einer Schraube auf der Seite festgemacht und auf der anderen Seite sind gar keine Schrauben drin. Und ich denke mal, die wussten damals nicht, wie man das Laufwerk hier hinten ausbaut. Dann haben die nur das Laufwerk reingeschoben und dann nur mit einer Schraube befestigt. So meine Vermutung, weil deswegen werde ich jetzt nämlich das Laufwerk hier doch ausbauen und etwas nach oben verpflanzen. Jo, jetzt natürlich das, was immer bei den ganzen AT-Gehäusen desktopmäßig auftritt. Hier hinten das Netzteil. Ja, da muss ich gleich mal gucken, wie ich hier mit den Kabeln hier zurechtkomme. Das war immer der Knackpunkt gewesen, damals bei AT-Netzteilen. Ich meine, die haben das Netzteil zwar schon hochgesetzt, aber da hängt das Board zur Hälfte drunter. Und deswegen war dann ein Tower später vorteilhafter gewesen. Jo, aber ich würde sagen, ich mache jetzt eben weiter und melde mich gleich wieder. So, ich muss mal eben hier ein paar Kabel auswechseln. Das ist das Originalkabel aus dem 386er. Das muss ich jetzt wechseln, weil ich habe das Laufwerk hier nach oben gesetzt. Das 5 Zoll Laufwerk. Und jetzt ist natürlich hier von da nach hier unten das Kabel zu kurz. Also wie gesagt, jetzt nicht von da auf da, sondern von hier auf, von Laufwerk A 3,5 Zoll auf Laufwerk B 5,25 Zoll. Da fehlen wie immer ein paar Millimeter, deswegen muss ich jetzt ein anderes Kabel nehmen, was ich nur im Fundus habe. Nämlich ist ein langes Ding aus dem Big Tower Bereich. Ja, ihr seht schon, also da kann man das 3,5 Zoll Laufwerk da hinten, wo der Lautsprecher ist, anschließen und hier hinten, hier unten runter, das 5 Zoll Laufwerk. So lang ist das Ding. Das werde ich jetzt reinsetzen. Obwohl das Kabel ist, wie gesagt, viel zu lang. Aber da ich hier dreimal um alles drum herum liegen muss, ist das gut, weil ähnliche Probleme hatte ich mit dem Stromkabel gehabt. Hier oben dieses hier mit da zu verbinden, wie es ursprünglich war. Jetzt habe ich dann natürlich die Adern umgetauscht. Das ist jetzt hier unten mit dem
mit der in Anführungszeichen Festplatte verbunden. Die beiden Stromkabel vom 5-Zoll-Laufwerk und vom CD-ROM-Laufwerk sind zusammen. Ja, das ist so jetzt hier ungefähr das Kabelverhau hier in dem 486er. So, jetzt kommt eben noch das Datenkabel dran und dann hoffe ich, dass ich die Kiste dann zusammenschrauben kann. So, gucke mal, das reicht doch, Mensch. Und wie gesagt, das kommt eigentlich ursprünglich, glaube ich, aus dem Big Tower Gehäuse, das Kabel. So, so hat man mehr Platz. Gucken, rote Ader, die muss hier nach oben. Ja, wunderbar, passt doch. Und das andere Kabel war sowas von auf Spannung gewesen, von da nach da. Ja, muss mal gucken hier irgendwie. Habe ich das Gefühl, dass die ganze Kiste ein bisschen verzogen ist. Weiß nicht, ob das beim Transport zu mir passiert ist, aber vorher schon gewesen ist. Was mir auch auffällt, ich glaube, das Netzteil war auch nie original, weil wegen hier, da muss eigentlich festgeschraubt werden. Und da hinten, aber wie ich sehe, passt das nicht so ganz. So. Ansonsten, mich würde mal interessieren, was hier unten runtergekommen ist eigentlich. Vielleicht ein Festplattenkäfig, wa? Würde mich jetzt nicht wundern. Wir sind auch irgendwie so Schienen hier drunter. Aber wie gesagt, den Käfig, den habe ich hier dabei gekriegt. Das könnte sein, dass hier unten ein Festplattenkäfig vielleicht war für oder was anderes, weil hier sieht man auch, hier kann man noch hier die Schnittstellen anschließen, wenn man jetzt keine Karten hat, aber so lange Kabel habe ich nicht. Dann könnte man nämlich hier sich Slots blenden sparen und dann die nämlich hier hinten rausführen. Ja, aber wie gesagt, ich mache jetzt weiter und dann schauen wir mal. So, auf der Seite müssen noch zwei Schrauben dran gemacht werden, damit das CD-ROM-Laufwerk richtig justiert ist. So, jetzt bevor ich ihn gleich zusammenschrauben werde, erstmal gucken, läuft alles. Laufwerke werden erkannt. Zumindest die Verkabelung scheint zu funktionieren. CD-ROM-Laufwerk auch erkannt. Wunderbärchen. Ja, das geht. Okay, das scheint wohl doch das Laufwerk zu sein. Ja, dann war das nämlich Zufall mit dem Controller gewesen, dass es direkt dann automatisch erkannt worden ist. Okay, gut zu wissen. So. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Rechner ist fertig zusammengeschraubt. Ich muss jetzt nur noch die Laufwerke hier ein bisschen justieren. Das heißt dann, die noch ein Stückchen weiter nach vorne holen, weil ich jetzt nicht wusste, in welchen Abstand die rein müssen. Ich habe jetzt frei nach Schnauze gemacht. Ich habe mich jetzt aber nach dem Diskettenlaufwerk hier orientiert, so wie das hier festgeschraubt ist. Und das geht nicht besser, weil wie gesagt, hier hast du schon vier Schrauben an der Seite. Hier hinten wird dran machen kannst und das ist wohl ein bisschen tiefer versunken. Daran habe ich mich jetzt orientiert und deswegen sind die Laufwerke ein bisschen weiter drin. Und was ich auch noch herausgefunden habe, das hier unten, das ist kein Einbauslot. Hier hinter kommt wirklich eine Festplatte hin. Also es ist wirklich ein 5 Zoll Einbauschacht für eine Festplatte. Ist das Gehäuse wahrscheinlich eines der ersten, wahrscheinlich, was ein Turbo hier so eine LED hatte, ne? Weil wenn das noch keinen 3,5 Zoll Einbauschacht hat, sondern hier noch was für eine 5 Zoll Festplatte, ich habe keine Ahnung. Man kann auch das Ding nicht rausnehmen. Aber was ich rausgefunden habe, hier unten steht ja hier unten Keylock. Das kann man abmachen.
Es gab nämlich auch einige AT-Boards, die haben hier vorne den Keyboard-Anschluss gehabt. Dafür ist das Gehäuse ausgelegt. Das kann man dann hier nämlich, den kann man wegziehen. Ansonsten, ja, das ist er jetzt erstmal. Machen wir mal an. Jetzt fehlt natürlich ein Röhrenmonitor drauf, ne? Und ich müsste das Startmenü mal wirklich hier so schwarz-grün mit schwarz und mit grüner Schrift machen. Jo. Das war. Damit ist der jetzt zusammengebaut. Ja, wie gesagt, hier unten, das war beim Vorbesitzer schon gewesen. Warum die jetzt hier so schief ist, keine Ahnung. Ich habe da auch schon selber geguckt. Ich kann da nichts festmachen, weil das ist so richtig. Ich habe keine Ahnung, ob das Gehäuse mal in seinem frühen Leben mal irgendwie gestürzt ist, sich verzogen hat, weil mir ist auch aufgefallen, dass es an einigen Stellen etwas innen drin verzogen ist, zum Beispiel da, wo das Netzteil dran hängt. Das kommt dann wieder auch so ein bisschen hin, weil das auch so ein bisschen so in der Richtung da verzogen ist. Deswegen weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich werde den 486DX40 Prozessor hier drin lassen, weil weil die Megahertz-Anzeige 40 MHz anzeigt, da muss ich nichts mehr umstellen. Und ja, gefällt mir. Wie gesagt, ich traue ein bisschen nur das 386DX-Board hinterher, das hier ursprünglich drin war. Aber wer weiß, vielleicht baue ich aus den Ersatzteilen, die da übrig sind, einen zweiten Rechner auf, weil ich will auch noch einen 386DX40 haben. Ja. Nee, und der bleibt jetzt hier ein DX40, also 486DX40. Und das Schöne ist von AMD. Das war mir wichtig gewesen, dass es ein AMD-Prozessor ist. Dann sag ich mal, ja, dann ist das Laufwerk, also das muss ich mir nochmal zur Brust nehmen, weil zufälligerweise lief es hier auf Anhieb, als wir den Visa Local Bus Controller angeschlossen hatten. Was ich sehr interessant finde, das ist leises Laufwerk. Ist von Panasonic, habe ich gesehen. Na gut, damit sage ich danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Entweder bei ihmchen hier oder wenn ich den hier wieder zusammensetze. Habe ich noch keine Lust gerade. Das hier, der ist spannender.